Heute gebe ich dir einen ersten Einblick in die sogenannten Google AI Reviews. Das Ganze ist bei uns in Europa noch nicht verfügbar, aber wird in den nächsten Wochen ausgerollt. Und da gibt es schon interessante Insights aus den USA. Zeige ich dir. Bleib dran. Lohnt sich, wie immer. Zunächst einmal, was sind Google AI Overviews? Ursprung des Ganzen in der sogenannten Search Generative Experience von Google. Also das Ganze soll ja ein bisschen das Thema AI berücksichtigen in der Suche. Und es hat vor einem Jahr als Experiment begonnen. Wir wissen alle, OpenAI hat dafür ein bisschen Furore gesorgt und Google zieht danach. Und ja, am 14. Mai in den USA wurde diese Google AI Overviews als Feature eingeführt. Wie funktioniert das Ganze? Also Ziel ist es zunächst einmal die Verbesserung der Sucherfahrung der Nutzer durch KI-generierte Antworten und das Ganze agiert sozusagen als KI-Informationsassistent. Wie läuft das Ganze ab? Über Nutzung von mehrstufigem Reasoning, um Suchanfragen in Teile zu zerlegen, jede Teilsuche zu beantworten und dann die Antworten zusammenzuführen. Und die Technologie ist hier ähnlich wie bei den Ergebnissen von ChatGPT, die im Hintergrund da wirkt, genannt Google Gemini. Das Ganze wird dann in den SERPs, also in der Search Engine Result Page, also in den Suchergebnissen, angezeigt. Und ich zeige dir mal, wie das Ganze ausschaut. Und zwar so, ja, das sieht man schon, AI Overview, das Ganze sehr prominent und da ist wie ein Chatbot dann aktiv und gibt dir sozusagen eine Information aus. So, Datenquellen für das Ganze sind Informationen aus dem Web, also die schon verfügbar sind und der sogenannte Google Knowledge Graph. Da fragt man sich natürlich, wie weit ist das verbreitet und was sind die Herausforderungen von dem Ganzen? Das ist aktuell noch unklar, also welcher Prozentsatz der Suchanfragen durch diese AI Overviews ausgelöst werden. Es gibt aktuell eine Herausforderung bei der Überwachung des Ganzen, das ging auch ein bisschen durch die Presse und Google beschäftigt ein ganzes Team, das an den AI-Overviews teilnimmt und eben das Ganze sichtet, wie die Suchanfragen sich dort entwickeln und wie die ausgegeben werden. Google hat bisher nicht offenbart, wie verbreitet eben diese Overviews sind und das führt natürlich ein bisschen zur Unsicherheit in der Marketing-Community. So, jetzt kommen wir in den spekulativen Part. Wie kann sich das Ganze auswirken? Einmal haben wir natürlich in der Online-Marketing-Branche in den letzten Monaten starke Diskussionen über das Thema. Ne? Wie weit wirkt sich das Ganze auf organische Suchergebnisse aus oder auch auf Paid-Advertising, auf Anzeigenschaltung und wie werden Webseiten beeinflusst? Weil du kannst dir ja vorstellen, aktuell ist ja so, dass Google sozusagen zu deiner Webseite Traffic leitet und wenn das Ganze durch so einen KI-Agenten beantwortet werden kann, kann es durchaus sein, dass du weniger Traffic erhältst. Es gibt eine Gartner-Prognose und die sagt voraus einen 25-prozentigen Rückgang des organischen Traffics bis 2027. Das Ganze würde natürlich vor allen Dingen im Suchmaschinenmarketing oder in der Suchmaschinenoptimierung zu einem recht großen Umbruch führen, denn Dinge, die bisher funktioniert haben, da ist eben die große Frage, ob die zukünftig auch funktionieren werden. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf das sogenannte Content-Marketing. Kleinere Unternehmen könnten sich da etwas schwierig tun, zumal kleinere Unternehmen, was das Thema Content-Marketing angeht, nicht sehr gut aufgestellt sind aus unserer Erfahrung. Also sie sind oft noch ganz am Anfang. Große Unternehmen sind da schon deutlich aktiver und da sehen wir auch ein bisschen die Gefahr, dass die Großen von dem Ganzen eher profitieren als die Kleinen, die ja noch gar nicht mal diesen Schritt des Content-Marketings in den letzten Jahren konsequent gegangen sind. Dann könnte natürlich die Suchergebnisse in gewissen Wettbewerbsdruck erleben, weil natürlich viel mehr Fläche sozusagen wegfällt, weil die KI-Agenten da aktiv werden. Und das könnte dazu führen, dass mehr Werbebudget in die Hand genommen werden muss, um eben Werbung zu schalten, um eben auch die Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch das würde natürlich die Großen wieder bevorzugen. Es gibt erste Ergebnisse aus den USA und zwar ist es so, dass hier oft die Suchergebnisse Vollbildanzeigen als Werbung zeigen, gefolgt von einer Vollbildanzeige von den AI-Overviews, bevor dann letztendlich die organischen Suchergebnisse kommen. Also die organischen Suchergebnisse in der Reihenfolge rutschen sozusagen nach unten. Es gibt interessante Ergebnisse und zwar ist es hier, dass einige Seiten, die weit hinten gelistet waren, also trotzdem noch in den Top 100, aber nicht auf der ersten Seite, durch die Overviews tatsächlich nach vorne gekommen sind, was ganz interessant ist. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt sowas zustande? Und Rankings, die bisher sehr stark gerankt haben, sind eher nach hinten gefallen. Was bei Google natürlich immer eine große Herausforderung ist, ich meine, die Marke lebt ja davon, von dem Trust, den Google hat. Ne? Google liefert gute Suchergebnisse und relevante Inhalte. Und dieses Experiment, was wir gerade haben mit den KI-Agenten, ist natürlich auch experimentell. Das kommuniziert Google auch offen. Und es kann nicht sein, dass das Ganze zu einer unterschiedlichen Qualität der Ergebnisse und der Inhalte führen kann. Und es gibt erste Unternehmen in den USA, die Ergebnisse für unzureichend halten. Aber da wäre ich recht entspannt, weil es ja tendenziell immer ist, du hast eine neue Technik. Am Start und am Anfang ist die immer etwas holprig. In dem fortgehenden Prozess wird das meiner Meinung nach deutlich besser. Deshalb ist der Hype der negativen Ergebnisse oder Falschergebnisse meiner Meinung nach etwas, was von den Medien da nach oben gepusht wird, was Google definitiv in den Griff bekommen wird. Genau, ein paar Beispiele für Probleme habe ich dir auch aufgezeigt. Eine Fehlinterpretation
Kombination von Kontext und Intention, Unfähigkeit, Sarkasmus oder Witze in Quellen zu erkennen oder Verweise auf veraltete und nicht mehr existierende URLs. Das ist übrigens eine Problematik, das haben wir auch im organischen Bereich schon jetzt. Und ja, Ungenauigkeiten in KI-Generierung, das ist natürlich etwas, was immer kritisch hinterfragt werden muss und auch betrachtet werden muss. Und da gibt es ja auch, habe ich den Screenshot hier jetzt mit beigefügt, da siehst du, dass gerade hier ein paar Suchergebnisse etwas wirr sind und auch natürlich in den Medien das Ganze kritisch aufgegriffen wird. Obwohl man bei den Medien ein bisschen sagen muss, die haben natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, weil die sehen natürlich diese Art von weiterer Informationsaufbereitung als eine gewisse Gefahr. Weil wenn ich natürlich einen KI-Agenten habe, der mir große Informationen leicht verständlich aufbereitet und darstellen kann, dann bedeutet das natürlich auch für klassische Medien eine Art von Konkurrenz. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da manche vielleicht nicht so positiv dem Ganzen gegenüberstehen. Also wie gesagt, da sollte man immer ein bisschen kritisch auch sein, wer gerade negativ über solche Dinge berichtet. Ja, auch hier mal ein Beispiel, ne? How many rocks should I eat each day? Ne? Also eine dümmliche Frage. Und die KI von Google sagt hier, mindestens einen am Tag. Ne? Also das sind halt so Dinge, ja, sollte nicht passieren. Oder has a dog ever played in the NHL, also im Eishockey? Und dann schreibt hier die KI, yes, a dog has played in the NHL. In 2018 hat ein Hund dort gespielt. Ist natürlich auch falsch. Ja, meine Grundeinschätzung zu dem Ganzen. Klar, die Reputation von Google steht in gewisser Weise hier auf dem Spiel. Gibt auch mittlerweile einen Hashtag, der sich da ein bisschen durchgesetzt hat. Ne? Google Enough zum Beispiel. Vertrauensverlust kann sein. Search Engine Land. Danny Goodman hat das geschrieben. Recht interessanter Artikel. Teile ich so nicht im Übrigen. Und Konsequenzen könnten natürlich sein, dass Nutzer andere Suchmaschinen für sich entdecken. Das könnte Bing zum Beispiel sein. Oder das könnte TikTok sein. Oder Instagram. Auch dort wird ja mehr gesucht, YouTube sowieso. Das gehört natürlich Google, zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das Ganze kann negative Auswirkungen für Werbetreibende haben. Und ein weiterer Rückgang des organischen Traffics heißt natürlich auch, dass immer mehr Webseiten weniger Traffic bekommen. Weil wir müssen dran denken, Google ist der Gatekeeper für die meisten Webseiten. Und ja, es gab Anfang 2023 eine große Spekulation, dass Google da in Panik und so weiter ist. OpenAI ist davon. Das hat sich mittlerweile in anderthalb Jahren mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Meiner Meinung nach ist Google da nach wie vor sehr gut positioniert. Ich glaube, diese KI oder die Large Language Models, ob es jetzt Gemini ist, ob es OpenAI ist, da wird es vielleicht 3 oder 4 im Markt geben. Die Technik sozusagen von dem Ganzen. Spannend wird sein, die zukünftigen Anwendungen für Unternehmen in der konkreten Umsetzung, was daraus auch entstehen kann. So, jetzt könnte natürlich die Frage sein, was könnte eine Strategie sein, um irgendwelchen Fehlentwicklungen jetzt entgegenzuwirken, wenn du einen Webshop hast oder eine eigene Website. Definitiv SEO nicht aufgeben, also weitermachen. Das ist nach wie vor einer der wichtigsten Marketingkanäle, die wir haben kann. Und er ist kostenlos. Was wichtig ist, du musst letztendlich deine Strategie ein bisschen adaptieren, also schauen, wie das Ganze jetzt dann funktioniert. Wichtig ist, es verschiebt sich der sogenannte Fokus, also weg von der Rangordnung, also Platz 1, 2 oder 3, hin zu, wie in den Suchergebnissen Ergebnisse ausgegeben haben, in den AI Overviews. Da ist natürlich immer interessant, im Bereich Content Marketing eben Content aufzubieten, der vielleicht viel tiefer geht in deiner Nische und dann sozusagen von der KI mit ausgespielt wird, wo du dann aber auch, das ist wichtig zu wissen, als Quelle mit verlinkt wirst. Und es kann durchaus eine komplett neue Kategorie der sogenannten Suchmaschinenoptimierung den Beginn haben, sozusagen eine KI-Suchmaschinenoptimierung. Das schließe ich nicht aus. Was generell immer der Fall ist, wird nach wie vor, solange wir Menschen auf diesem Planeten rumrennen, der Fall sein. Wir sind immer auf der Suche nach Informationen. Also das wird sich generell nicht ändern. Die Aufbereitung von Informationen, die ändert sich. Das haben wir ja schon immer. In der Menschheitsgeschichte, ne? Wir haben mal eine Zeit gehabt, wo wir kein Buch oder sowas hatten. Da war das Wissen weg, wenn du gestorben bist. Das haben wir dann mit dem Buchdruck gelöst. Und ja, im Grunde, wer die Informationsanfrage am besten bedienen kann, der profitiert natürlich von dem Ganzen. Das gilt nicht nur für die Suchmaschine, sondern es gilt natürlich auch für dich, wenn du guten Content erstellst oder letztendlich die Suchintention von dem Nutzer perfekt beantworten kannst. In dem Marketing-Mix ganz klar Anpassung des Traffics, organischer Traffic könnte etwas zurückgehen. Alternativen sollten für dich immer sehr wichtig an der Stelle sein, dass du sozusagen dein Online-Marketing auf mehreren Standbeinen aufstellst. Videomarketing sehe ich persönlich ein verdammt großes Potenzial, wird bisher immer noch extrem vernachlässigt. Und hier ist es eben wichtig, Videoinhalte können vielseitig sein. Ergänzung von geschriebenen Inhalt durch Videos zum Beispiel. Du hast einen Blogbeitrag, dann mach doch einfach mal ein Video dazu. Du hast ein weiteres Content-Piece, was die Suchmaschinen lieben. Und kurze Videoformate werden immer beliebter. Auch da kannst du theoretisch komplexen Inhalt leicht verständlich an deine Community ausspielen. LinkedIn, Social Media sind da zwei Stichworte. Und ja, deine Werbestrategie, die wirst du anpassen müssen. Nämlich etwas mehr in die bezahlten Anzeigen shiften, weil dir eben vielleicht im organischen Bereich etwas wegbricht. Und Diversifizierung von Suchmaschinen, ganz wichtig. Ne? Du könntest hier eben auch noch neben Google zum Beispiel auch Bing aufnehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Bing ungefähr 10%
des Traffic generieren kann. Und wir sehen auch hier in der Grafik, die ich dir eingeblendet habe, dass auch die Klickpreise von Bing deutlich günstiger sind im Vergleich zu Google. Am wichtigsten finde ich trotzdem das Thema Markenaufbau, also Brandbuilding. Denn größere Marken haben natürlich typischerweise eine stärkere Online-Präsenz. Sie haben ja nicht nur organisch gesucht, sondern auch die Marken haben eine hohe Suchnachfrage. Und das Ganze hat eher einen langfristigen Nutzen. Das heißt, alles, was du jetzt tust, um deine Marke zu etablieren und aufzubauen, ist ja eine Investition in die Zukunft. Und das ist oft für Mittelstand sehr herausfordernd. Und deshalb geht der Mittelstand oft diesen Weg gar nicht oder nur sehr inkonsequent. Deine Markenstärkung kannst du erreichen durch Cross-Channel-Marketing, also Etablierung der Markenbotschaft über verschiedene Marketingkanäle hinweg, um Sichtbarkeit und Wiedererkennung zu erhöhen. Und dein Ziel sollte es immer sein, deine Marke an allen Stellen im Internet sichtbar zu machen. Und mein Ratschlag ganz klar, und der ist recht universell, baue eine bemerkenswerte, beliebte und gut erkannte Marke in deinem Bereich auf, außerhalb der Google-Suche. Also du darfst nicht nur an die Google-Suche denken, sondern du musst aus deiner Marke heraus denken. Das andere sind nur die Werkzeuge, in der du sozusagen deine Marke verbreitest. Und das Ganze führt dann am Ende dazu, dass deine organischen Rankings durch eine starke Markenidentität gestärkt werden. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Erster Einblick in die AI-Overviews von Google. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe hier nochmal verlinkt unseren Online-Marketing-Newsletter. Hier bekommst du alles rund um das Thema Online-Marketing. Wenn wir dich dann unterstützen können, dann schau mal auf unsere Webseite. Link findest du auch unter dem Video. Und hier habe ich noch ein weiteres Video für dich. Schau es dir an. Wie immer sehr spannend. Und bis dahin bin ich raus.